ziehen und verbessern. Sechs müssen wir noch. Nee, das machen wir dann mal. Servus an den Chat. Machen wir mehr Schaden. Wir sind unterwegs zur Heimatwelt der Salarianer. Man ist hier keine Kroganer gewöhnt, also machen wir es kurz. Wir landen, holen die Frauen und hauen ab, bevor sich's jemand anders überlegt. Ich glaube denen immer noch kein Wort. Lassen Sie uns diplomatisch sein, Rex. Sie bekommen schon, was Sie wollen. Genau wie Sie bekommen, was Sie wollen, Shepard. Was meinen Sie damit? Ich habe herausgefunden, dass Sie Zugriff auf Malens Daten hatten und sie zerstört haben. Nur die Ruhe, Rex. Jetzt hilft Ihnen Shepard. Ach ja? Diese Frauen sind die beste und letzte Chance meines Volkes, die Genophage zu heilen. Auf welcher Seite stehen Sie, Shepard? Die Krogane waren nicht bereit für ein Heilmittel. Aber jetzt schon, wo Sie uns für den Kampf gegen die Reaper brauchen? Sie nutzen uns aus, Shepard. Genau wie die Salarianer. Rex... Commander, die Sensoren haben die salarianische Basis erfasst. Gehen wir runter. Wir klären das später. Wir haben ja keine Zeit. Die Frauen retten. Commander, die salarianische Bodenkontrolle meint, wir hätten keine Landeerlaubnis. Die Dalatras hat das persönlich autorisiert. Ich wusste, dass sie ihr Wort nicht halten würden. Die soll mal einen kroganischen Abwurf verhindern. Rex! Wir haben eine nicht genehmigte Landung. Und wer hat Ihnen genehmigt, meine Spezies als Geisel zu halten? Nicht schießen! Commander Shepard, bremsen Sie Ihren Kollegen. Wir haben gerade eben erst von diesem Transfer erfahren. Gehören zu salarianischer Gastfreundschaft immer Scharfschützen? Das ist eine Beleidigung der Allianz. Verstehen Sie bitte, dass ungeachtet der Aussagen mancher Politiker die Kroganer nach wie vor als feindselige Spezies gelten. Ja, zu glauben.
Dennoch möchte ich mich im Namen der Salarianischen Union entschuldigen. Aber wir müssen darauf bestehen, dass der Kroganer unter Bewachung bleibt. Ich krieg das schon hin, Rex. Das sollten Sie auch, Shepard. Das stimmt schon, Commander. Jeder denkt nur an den Krieg. Und unsere Leute sind extrem nervös. Wie, was ist das? Vorsicht! Achten Sie auf den Eindämmungsschild! Ich glaube, diese Spezies heißt Jag. Glücklich sieht er nicht aus. Wie Sie sehen, gibt es in dieser Basis heikle Informationen. Auch das Studium verschwundener Kroganerinnen? Den Frauen ging es gar nicht gut, als wir sie auf T'Chanka gefunden haben. Sie wurden hergebracht, um sie zu stabilisieren. Ja. Dieser ganze Planet stinkt. Ich will sie gern sehen. Ich muss Ihnen nur eine Freigabe für die unteren Ebenen besorgen. Geben Sie mir kurz Zeit, wir treffen uns dann beim Fahrstuhl. Okay, machen wir. Achtung, Biolabore. Bitte auf Eintreffen des Jagd-Experten. Von hier kommen also alle Salarianer, was? Kein Wunder, dass sie so weich sind. Zu beschäftigt mit Dichte überwacht. Wie das Flugobjekt in der Nähe unserer Annäherungsvektoren. Als würde jemand unsere Abwehrmechanismen testen. So sieht es aus, Sir. Sie haben jetzt die Freigabe, die Frauen zu sehen, Commander. Hoffentlich können wir die Sache klären, ohne die kroganischen Rebellionen nachzustellen. Was heißt denn hier sehen? Die will ich. Danke für Ihre Zeit. Kein Problem. Gehen Sie zum Fahrstuhl, wenn Sie soweit sind. Gesamte Personal. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen aktiv. Skills verteilen. Es ist notwendig, dass Sie sich jederzeit ausweisen können. Nehmen Sie jetzt den Fahrstuhl nach unten. Dort wird Sie jemand... Alarm! Bedrohungsstufe 2. Bereitschaftsteams aufteilen. Was ist hier los? Sensoren zeigen Aktivität auf dem Gelände. Rasch, Commander. Jemand wird Sie unten erwarten. Aber Angst vor Kroganern haben hier. Größere Probleme offensichtlich. Das Basispersonal bleibt bis auf weiteres auf Posten. Alle Exemplare korrekt erfasst, Sir. Shepard, ausgezeichnetes Timing. Schön, dass Sie da sind. Mordin! Sehkraft nach wie vor einwandfrei. Überraschung verständlich. Hatte nicht damit gerechnet, wieder zu arbeiten. Sind Sie wieder bei der STG? Sonderberater. Wer könnte das sonst sein? Jemand anders hätte alles falsch gemacht. Ja. Habe Kroganerinnen geholfen. Dem Erdnot-Clan Informationen übermittelt, politischen Druck zwecks Befreiung der Frauen gemacht. Sehr gut. Dann sind Sie Rex Insider-Quelle. Ja, erkläre alles später. Sicherheitswarnungen, nicht normal. Müssen zum Schutz der Kroganerin Planeten verlassen. Immunsystem der Frauen geschwächt. Nebenwirkung von Malens Heilmittel. Haben nicht überlebt. Sie haben sicher Ihr Bestes getan, Morlin. Kam zu spät. Jetzt keine Verzögerung mehr. Eine Überlebende, immun gegen Genophage, kann Heilmittel aus ihrem Gewebe synthetisieren. Sie ist noch hier? Ja, letzte Hoffnung für Heilmittel. Falls sie stirbt, Genophage-Heilmittel. Problematisch. Bitte vorsichtig sein. Organer sind sehr misstrauisch. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Sind Sie hier, um mich zu töten? Ich kann mir kaum vorstellen, was sie durchgemacht hat. Erdnot Rex und ich sind hier, um sie nach Hause zu bringen. Weshalb? Was bin ich für Sie? Sie sind die Zukunft der kroganischen Spezies und dafür kämpfe ich. Dann haben Sie hoffentlich eine Armee dabei. Nee. Nicht identifizierte Schiffe in unserem Luftraum.
Aktueller Statusbericht. Kommunikation nach draußen unmöglich. Wir sind abgeschnitten. Alle Daten sofort extern sichern. Was ist los? Wir haben mehrere Schiffe im Anflug. Shepard, hier Rex. Cerberus-Truppen greifen die Basis an. Holen Sie sofort die Frauen da raus. Es hat nur eine überlebt, Rex. Hier unten ist es vielleicht sicherer. Was? Damit die Salarianer sie umbringen können, genau wie die anderen? Kein Deal. Wenn sie das Bündnis wollen, schaffen sie sie da raus. Lassen Sie die Frau frei. Wir gehen. Das geht nicht. Während einer Abregelung darf laut Protokoll kein Exemplar... Einspruch. Vermerkt. Jetzt bitte Freilassung der Kroganerin. Das sind Argumente. Während der Quarantäneprozess durchläuft. Treffen beim nächsten Kontrollpunkt, Shepard. Cerberus ist wahrscheinlich gegen genophage Heilmittel. Sie sehen T'Chaka wieder. Versprochen. Zum Fahrstuhl, Shepard. Klauen ist wichtig, klauen ist gut, aber nur innenleben. Alle Forschungsobjekte sofort abriegeln. Wir sollten gehen, Shepard. Tolle Forschungseinrichtung. Kaum was zum... Ah, doch, hier haben wir was. Blaufällig. Logbuch Modern Solus, 162,3. Station dank STG-Verbindungen gesichert. Autonomie in Sachen kroganische Testobjekte erlangt. Frauen offensichtlich im Sterben. Barbarische Experimente. Melens Schuld. In Ordnung bringen meine Verantwortung. Muss sie retten. Keine Toten mehr. Gut. Irgendwas stimmt nicht mit dem Aufzug. Er reagiert nicht. So, versuchen Sie es jetzt, Commander. Oh, scheiße. Oh, shit. Fuck! Commander Shepard, alles in Ordnung? Jo. Gibt es noch einen anderen Ausgang? Auf der anderen Seite des Labors, ein Notausgang. Ich kann ihn von hier aus öffnen. Shepard, Cerberus-Truppen versuchen, die Frau zu finden. Quarantäne-Kontrollpunkt wird angegriffen. Beeilung! Okay, müssen wir... Bereitschaftsteam zum Einsatz. Shepard, hier ist Rex. Ich habe das Shuttle genommen. Tun Sie alles, was nötig ist und bringen Sie die Frau rauf zum Landeplatz. Ich mache bis dahin Cerberus das. Feindbeschuss für Position Teil 6-4. Sofort Verstärkung zu dieser Position. Bestätigen Sie. Der Erdbeschuss hat sichert Astor und Ostfried. Verstanden, Erdbeschuss. Ihr Ziel ist die Regierung der Kadaver. Verstanden, greifen Sicherheitskräfte der Bahn. War. Erstmal eine Mako. Da ist er Tatsache. Noch mehr Feinde! Alle Trupps, Achtung, geschlossen auf Widerstand durch. Sie dürfen nicht im Labor in Deckung gehen!